Promigeflüster, heute wieder eine brandneue Ausgabe. Wir sind ja mitten im November und es geht aber auch schon langsam auf die Weihnachtszeit zu. So viel kann man schon sagen. Und nach der Weihnachtszeit, da kommt natürlich auch schon wieder der Karneval. Wir hier bei Promigeflüster, ihr wisst ja, wir stellen ja wirklich sehr viele Leute vor. Alte Hasen, bekannt, auch Newcomer sind mal wieder dabei, aus dem Musikbusiness, Schlager, Volksmusik, Pop, Schauspielerei, also auch mal wieder der eine oder andere Schauspieler oder die Schauspielerin. Querbeet, das macht das Promigeflüster aus. Und kürzlich bin ich mal wieder bei Instagram über einen jungen Musiker gestolpert und habe mal sein Profil ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Und da dachte ich eigentlich, der hat es mal wirklich hier verdient, hier bei uns Gast sein zu dürfen, denn er hat schon viel gemacht und ich würde einfach sagen, ich hole ihn mal dazu und dann kann er selber mal euch ein paar Sachen erzählen. Hallo und herzlich willkommen, Felix, grüße dich. Ja, hallo. Hallo, lieber Frank, vielen lieben Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Freut mich sehr, es ist mir eine Ehre und ja, ich freue mich auf ein tolles Interview mit dir. Ja, ich mich auch. Also, wie gesagt, bei Instagram, da sind wir ja verbunden und sind mir ein paar Sachen wirklich aufgefallen. Also, dass du nicht auf den Mund gefallen bist, das zeigt schon so, wenn man schon mal anmoderiert wird vom, jetzt liegt es mir wieder auf der Zunge und kann es nicht aussprechen, aber das macht es gerade wieder authentisch. Luke Mockridge, genau, den habe ich gesucht, genau. Genau. Was war denn das für eine Sendung? Wo warst du denn da? In seiner Show, oder? Ja, genau. Also ich muss ja sagen, Luke Mockridge und ich, wir haben uns in der Show kennen und lieben gelernt und es hat mich sehr gefreut, dass er mich eingeladen hat in seine Show. Das Schöne an der Show war ja Luke Mockridge, die Great Night Show, so hieß die, dass wir ein Spiel gespielt haben und dieses Spiel ging eigentlich über die ganze Sendung hinaus. Das heißt, ich hatte am Ende, glaube ich, fast 45 Minuten Sendezeit bekommen und da hatten wir ein Kranspiel gespielt und okay. Das Schöne an dem ganzen Projekt war ja auch, ich durfte singen, ich durfte mit Manny Capristo und mit Luke Mockridge Viva Colonia singen und was mich sehr gefreut hatte, dass am Ende noch Tim Bensko dabei gewesen ist und das fand ich natürlich, das ist für mich eine Ehre, das ist ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde und lustigerweise habe ich am Ende die Show auch noch gewonnen. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sein, von den Fragen her, ich habe alles nur geschätzt, also ich wusste gar nicht, ob ich jetzt richtig oder falsch liege, sondern ich habe frei aus dem Bauch raus einfach entschieden und dass ich dann am Ende die Show auch gewinne, freut mich natürlich umso mehr. Mhm, ganz genau. Und dann gab es noch ein nettes Video oder einen netten Ausschnitt, den du da drauf auf deinem Kanal zu finden ist. Also ich weiß es nicht, wann ich aufgehört hätte, aber du hast es, glaube ich, durchgehalten. Die Milch. Die Milch macht müde, Männer munter, heißt es ja eigentlich. Aber ich glaube, wenn sie mal so eine Woche, zwei Wochen oder gar sechs Wochen alt ist, übers Datum hinaus, wie schmeckt sowas? Das fragen mich, ehrlich gesagt, viele Leute. Also vielleicht kann ich an dieser Stelle auch mal erwähnen, als ich bei der Show zugesagt habe, wusste ich am Ende nicht, dass es am Ende eigentlich ein großer Internet-Hit werden wird. Nämlich meine Aufzeichnung und insbesondere meine Show wurde auf TikTok und Instagram etliche Male geteilt und kommentiert. Das freut mich natürlich sehr. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es schmeckt absolut abartig. Also einfach Augen zu und durch und dann geht das schon. Am Ende hat es einfach die Show gemacht. Ich hatte unglaublich großen Spaß gehabt, mit 50 Teilnehmern bei so einer Show dabei zu sein. Ich kann an dieser Stelle auch erwähnen, jeder hatte ja einen eigenen Wasser. Und es ging einfach darum, wer ist der Schnellste. Der zuerst gedrückt hatte, war dann am Ende dabei. Und ich bin auch froh, dass ich diese Wette, dieses Spiel bekommen habe, weil es gab ja auch Leute, ich sag das jetzt einfach mal so, da hat sich jemand einen Penis mit Hoden auf den Hinterkopf tätowieren lassen. wer ist denn so wahnsinnig, macht denn sowas? Im Nachhinein denke ich mir auch, wer ist so bekloppt und trinkt sechs Wochen abgelaufene Milch, aber es hat mir so großen Spaß gemacht und ich bin einfach nur froh, dabei gewesen zu sein. Ja, wunderbar. Das klingt doch
Sehr spannend, genau. Du bist dann viel in solchen Shows. Wie kommt es da dazu? Ja, also das kann ich dir sagen. Mir macht es einfach großen Spaß, auf der Bühne zu stehen, an Reality-Formaten teilzunehmen. Das ist ja nicht mein einziges Reality-Format gewesen. Wahrscheinlich hast du mich ja dann auch gegoogelt und hast dann auch das eine Interview von mir gesehen. Ich war ja auch beim härtesten Big Brother Haus Deutschlands dabei, nämlich bei der ersten Staffel von ProSieben, Get the Fuck Out of My House. Und ich bin der Verrückte, derjenige, der sich am Ende der Show das Logo und die Originalunterschriften der Moderatoren auf den Rücken tätowieren lassen hat. Und die gibt es tatsächlich, die sind da noch richtig verewigt. Ja, also ich habe das groß auf meinem Rücken stehen. Da steht jetzt groß auf dem Rücken Get the Fuck Out of My House mit Tore Schölermann und seiner Frau Jana Schölermann. Okay, sehr gut. Ja, Und ich finde es halt einfach schön, die Leute zu unterhalten. Und wenn man dann auf der Straße erkannt wird, dann macht es natürlich auch Spaß. Und wenn man damit auch noch ein bisschen, ja, wenn man davon leben kann, ist das ja auch schön. Hauptberuflich arbeite ich ja als erster Regieassistent beim Film und Fernsehen und dann kommt natürlich schon der Wunsch auf, Mensch, ich würde auch gerne bekannt sein und ja, ich habe noch eine Aktion, vielleicht können wir später darauf zurückkommen. Das ist die ja. Aktion bei Stern TV mit dem Dschungelcamp. Okay. Vielleicht können wir ja gleich darüber nochmal reden. Richtig, genau. Können wir gleich nachher noch drauf eingehen? Genau, Dschungelcamp kommt ja auch wieder. Spätestens, glaube ich, so Anfang des Jahres starten die wieder mit Ja. ihrer neuen Staffel. Genau. Dann aber sind es auch die musikalischen Aktionen, Aktivitäten, die du machst. Karneval war jetzt ein gutes Stichwort, da bei der Karnevalseröffnung letzte Woche sozusagen, da warst du irgendwo auch mit involviert, oder? Genau, also ich bin ja Deutschlands jüngster Karnevalsprinz. Ich war 2015, 2016 Prinz für die Stadt Bad Ems und den Rhein-Lahn-Kreis, hatte an die 300 Auftritte gehabt innerhalb von 6 Wochen. Und einige kennen mich jetzt wahrscheinlich auch als singenden Karnevalsprinzen von Deutschland sucht den Superstar. Und ich hatte die große Freude und die große Ehre, mit Michelle in dieser Sendung ein Duett singen zu dürfen, was natürlich viral im Internet ein Hit geworden ist. Wir waren auf allen Schlagzeilen zu lesen, Bild, Zeitung, Express und so weiter und so fort. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und bei uns in der Region ist Tradition, dass jeder Karnevalsprinz einen Prinzensong hat. Ja, und bei 300 Auftritten, dann merkt man ja schon, kommt man bei Leuten gut an oder kommt man nicht so gut an. Und ich habe einfach gemerkt, hey, es macht mir einfach großen Spaß, Partymusik zu machen. Und dann kam schon irgendwann der Wunsch auf, dass ich Ballermann-Sänger, Stimmungssänger werden möchte. Okay. Ja, Stimmungssänger Ballermann, wie du sagst, Ballermann ist ja, glaube ich, allerdings gerade auch ein bisschen ruhig durch Ja. die Corona-Krise. Ich glaube, da läuft gerade auch nicht so viel, ne? Ja, also ich möchte mich nicht als Ballermann-Sänger allgemein betiteln, weil ich glaube, wir sind einfach Partyschlagersänger und Stimmungssänger. Wir treten ja nicht nur am Ballermann auf, sondern Genau. am Ende hat man den Après-Ski, man hat den Karneval, man hat die Oktoberfeste, man hat die ganzen Dorfveranstaltungen, Kirmesse und so weiter und so fort. Da kann man sich jetzt nicht allgemein als Ballermann-Sänger betiteln, das möchte ich auch gar nicht. Ja, mit der aktuellen Situation würde ich einfach mal sagen, Ballermann ist und bleibt der Ballermann. Man kann dem Ballermann nicht nachmachen. Der ist einfach auf Mallorca. Ich war jetzt auch vor kurzem mit Freunden in Bulgarien am Goldstrand. Natürlich ist das günstiger. Es macht auch Spaß, dort zu feiern. Aber für mich bleibt einfach der Ballermann an erster Stelle. Und wenn man jetzt auch mal ganz ehrlich ist, das höre ich auch von vielen Künstlerkollegen, ohne den Ballermann auf Mallorca fehlt ja auch der ganze Tourismus. Wie wollen Natürlich. die denn da überleben? Jetzt wollen die da natürlich auch ein paar Luxushotels hinbauen, aber am Ende leben die doch auf gut Deutsch gesagt von uns Partytouristen, die zum Ballermann hinreisen, um ein Wochenende oder auch eine Woche Spaß zu haben. Richtig, richtig. Das muss man natürlich einmal vor Augen halten. Ganz klar, ganz Genau. klar. Mein Jürgen Drews, er ist ja der König von Mallorca. Weiß nicht, wie Ja. lange er es jetzt noch macht. Ist ja auch schon jetzt so Mitte 70. So langsam, da würde ich sagen, denkt er vielleicht auch mal an den Ruhestand oder ans, ja, Nichtstun. Keine Ahnung. Also von daher braucht es ja junge Leute so wie dich.
Was sind Definitiv. so, was sind so deine Vorbilder von Mallorca Stars? Gibt es da was, wo du sagst, der Also hat mein was? großes Vorbild ist halt einfach auch der Onkel Jürgen, Jürgen Drews, du hast es gerade angesprochen. Er ist einfach eine Ikone. Ja, ohne Jürgen Drews gibt es keinen Ballermann, der ist ja nicht wegzudenken. Aber ich habe natürlich auch viele andere Ikone. Also dadurch, dass ich jetzt auch bei Summerfield unter Vertrag stehe, Summerfield Movies, mag ich auch einen Icke Hüftgold, Matthias Distel, Lorenz Büffel, Mia Julia. Das sind einfach Vorbilder für mich. Oder wen ich auch sehr schätze, ist Tim Toupet. Der geht auf eine Kölner Karnevalsbühne und die Hütte brennt am Ende. Jeder singt mit, jeder will mitmachen. Und das finde ich einfach schön. Es kommt ja nicht darauf an, ob du Sauflieder singst oder ob du Partylieder singst, sondern am Ende kommt es ja einfach darauf an, das Publikum mitzureißen und dass jeder sagt, hier, ich bin unterhalten worden. Und ich glaube, dass ich schon so ein guter Entertainer bin, der die Leute zum Lachen bringt und auch mitreißen kann. Das kann ich mir gut vorstellen, denn, also wie gesagt, nachdem ich die Videos da alles so gesehen habe, bin ich da schon überzeugt davon. Wann ging das bei dir eigentlich da so los? Bist du in der Schule schon so ein Ja. verrückter Typ gewesen oder wie kam es dazu? Ja, ich glaube, ich habe einfach das Entertainment im Blut. Also meine Eltern, die hatten einen eigenen Karnevalsverein, der sich jetzt mittlerweile aufgelöst hatte. Und mit 5 Jahren stand ich das erste Mal als Garde- und Showtänzer auf der Karnevalsbühne, habe dann angefangen als Büttenredner, bin dann zur Moderation rübergerutscht, habe dann einige Veranstaltungen in der Region moderiert. Habe dann als Kleindarsteller bei RTL der Lehrer mitspielen dürfen. Schloss Einstein war ich dabei gewesen. Und das sind halt alles so Referenzen, wo ich dann gemerkt habe, hey, es macht einfach Spaß, auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen. Und dann mit 16 Jahren habe ich das erste Mal ein Praktikum gemacht beim Fernsehen, hinter der Kamera. Nämlich, man fängt ja meistens in der Aufnahmeleitung an. Man ist dann so der Praktikant. Viele Oder sagen als ja dann Kabelhilfe. immer, ja, viel. Viele sagen ja dann immer die Kaffeetante, aber das ist gar nicht so. Aufnahmeleitung ist ein ganz harter Job. Man muss den Job auch zu schätzen wissen, weil ohne die Aufnahmeleitung hätten wir einen völlig chaotischen Drehalltag und man könnte gar keinen Film produzieren. Und dann bin ich zur Requisite rübergerutscht bis hin zum Regieassistenten und das macht mir großen Spaß. Und dann bin ich ja Karnevalsprinz gewesen und habe dann das ein oder andere Reality-Format mitmachen dürfen. Und mein großes Ziel ist ja, da bin ich auch ganz ehrlich, ich möchte ja beim RTL Dschungelcamp teilnehmen oder demnächst bei Promi Big Brother dabei sein. Okay. Dschungelcamp, da gibt es jetzt nochmal das Stichwort, da haben wir vorhin schon mal kurz drüber Ja. geredet. Was hast du da Spezielles noch im Kopf oder im Plan? Ja, also wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückdenken, jeder von uns kennt die Sendung Stern TV mit Günther Jauch oder Steffen Halaschka jetzt neu. Und ich habe mir eine Aktion überlegt. Ich habe gedacht, Mensch Felix, du warst Deutschlands jüngster Karnevalsprinz, hast bei DSDS teilgenommen, Get the Fuck Out of My House, warst bei Luke Mockridge und bei vielen anderen Formaten. Dann hast du doch eigentlich auch das Recht, beim Dschungelcamp mitzumachen, weil sind wir mal ehrlich. Wer jetzt heutzutage beim Dschungelcamp mitmacht, ist nicht mehr der größte A-Promis. Nein, da sind Z-Promis dabei, da sind Y-Promis dabei, da ist so aus allem etwas dabei. Und da habe ich mir gedacht, du musst ja irgendwie auf dich aufmerksam machen. Also Richtig. bin ich damals mit meinen WG-Mitbewohnern, haben wir uns Karten organisiert für die Stern-TV-Dschungel-Spezialsendung in Köln. Das heißt, wir waren dort mit 5 Mann zu Gast. Jeder hatte eine eigene Karte gehabt und wir saßen dann im Publikum. Und ich war ja nicht einfach so im Publikum da, sondern ich habe gesagt, ich mache heute den Flitzer bei Stern TV. Aber ich war angezogen, ich habe mich jedem vorgestellt. Sprich, ich bin dann irgendwann mitten in der Live-Sendung auf die Bühne gestürmt. Olivia Jones und Evelyn Bodecki waren zu Gast bei Stern TV und habe mich dann vorgestellt und habe die Frage gestellt, wie berühmt muss man denn eigentlich sein, um am Dschungelcamp teilnehmen zu dürfen. Ja, und das ist ja dann etliche Male geteilt worden, stand auch groß in der Presse, so dass ich natürlich jetzt auch den Anreiz und den Ehrgeiz entwickelt habe, auch am Dschungelcamp teilnehmen zu wollen. Interessant, interessant. Dann wünschen wir doch mal auf alle Fälle viel Glück und drücken die Daumen, dass das klappt, ne? Ja, vielen lieben Dank. Ja.
Ja, also ich sehe schon, ein verrückter Typ, den ich da jetzt gerade heute neben mir habe. Und ich finde es spannend, vor allen Dingen, du hast es gerade vorhin schon erwähnt, bis 24 Jahre jung. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es schon hier im Interview hatten, aber zumindest im Vorgespräch. Was sagen da so deine damaligen Mitschüler oder deine Gleichaltrigen? Ich meine, die haben ja bestimmt immer alle anderen Interessen, oder? Ja, das ist so ein Konfliktpunkt. Also ich bin immer ein Karrieremensch gewesen. Ich habe immer gesagt, ich gehe meinen Weg und meine Einstellung ist ja sowieso, mir ist es egal, was meine ehemaligen Mitbewohner, Freunde, Schulkameraden über mich sagen, sondern ich bin ich und ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich sage mal so, nach Stern TV oder nach DSDS haben auch einige Leute gesagt, Mensch, was will der denn da? Der blamiert sich da. Ich sage, nein. Wenn ich all die Aktionen nicht gemacht hätte, würde ich heute nicht bei Summerfield unter Vertrag stehen, würde ich nicht als erster Regieassistent arbeiten oder ich dürfte auch an manchen Reality-Formaten nicht teilnehmen. Und deswegen muss ich sagen, habe ich doch eigentlich alles richtig gemacht, weil man muss ja auch anders sein wie andere. Und wenn ich ein ganz normaler Typ von nebenan wäre, dann bin ich ja uninteressant für die Medien. Ganz genau, so ist es. Sonst wäre es vielleicht jetzt gar nicht hier. Genau. Ja, aber es ist doch so. Was ich halt nur schade finde, das kann ich auch sagen. Ich finde, Freunde kann man immer an einer Hand abzählen. Alles Stimmt. andere sind Bekannte. Richtig. Und ich habe natürlich auch viele verloren, weil die einfach gesagt haben, mit sowas kann ich nichts anfangen. Weißt du, Ja. man wird praktisch auch manchmal angeschaut, als wenn man ein Außerirdischer ist, wenn man in der Zeitung steht, wenn man in einem Glaube TV-Format ich. zu sehen ist. Aber ich sage mir immer, Leute, also wenn ich ja so uninteressant wäre, ja, warum kannst du denn jetzt darüber überhaupt reden? Also hast du dir das Format ja auch angeschaut. Also bin ich auch wiederum interessant für dich. Das ist dann immer meine Gegenfrage. Wenn ich so uninteressant wäre oder wenn dich das Ganze nicht interessieren würde, warum schaust du dir das dann überhaupt an? Ja, ganz genau, da hast du vollkommen recht. Ich komme immer mit einem auch so einem interessanten Beispiel. War ja früher dann, wo ich das Ganze jetzt noch nicht so professionell gemacht hatte, auch gerne immer mal wieder im Publikum bei diversen Fernsehsendungen mit dabei. Egal, ob jetzt hier Sendungen mit Dieter Thomas Heck, Melodien für Millionen oder Showpalast, wie es alles hieß. Da war es dann auch immer so, dann kam die Kamera, da hat man einen dann doch irgendwo mal gesehen, am anderen Tag. Ah, warst im Fernsehen zu sehen. Obwohl sie eigentlich sonst die Musikrichtung wohl gar nicht interessiert. Und da spricht man die drauf an. Ah ja, ich habe ja nur durchgezappt, ne? Kam dann immer zur Antwort. Und Ja, dann das ist, zufällig, glaube ich, ne? dann die typische Antwort. Genau. Ja. Ja, ist immer wieder spannend. Genau. Moderation oder so Interview geführt hast du, glaube ich, auch schon. Ja, also ich Das habe sind wir ja Kollegen. meine Kontakte, also ich arbeite jetzt seit 2 Jahren als Regieassistent beim Fernsehen, habe natürlich auch vorher schon einige Prominente durch TV-Formate hier kennengelernt. Und ich habe mir dann in den Corona-Zeiten gedacht, ach, das ist so eigentlich langweilig. Die Leute sitzen vorm Fernseher oder Instagram, dann machst du da auch mal so ein Interviewformat. Und dann habe ich ein paar Freunde angerufen, unter anderem die Wendy von Wapo Bodensee, die kennst du ja auch, mit ihr hast du Genau. ja auch ein Interview geführt, wie ich das gesehen So habe. ist es. Da sind wir 2 Stunden live gegangen und haben dann einfach ein bisschen, wie Freunde unter sich, ein bisschen geplaudert, haben noch ein paar Zuschauerfragen beantwortet. Und auch ein sehr guter Freund von mir ist Pierre Sanusi Bliss, den man ja noch kennt als den Kommissar von Der Alte. 18 Genau. Jahre hat er dort mitgespielt. Kenne ich auch Ja, gut. ich war mit Olivia Jones, bin ich live gewesen, mit einigen Stimmungssängern wie Lorenz Büffel und mir hat es einfach Spaß gemacht. Ja. Es hast du aber jetzt irgendwo wieder ein bisschen zur Seite geschoben, oder? Kriegst du es nicht mehr unter einen Hut, oder? Jetzt? So. So Interviewgeschichten. Ja, irgendwann hat sich das dann verlaufen. Das war halt so in den Corona-Zeiten, wo die Aufträge dann nicht so kamen Ja. und dann war ich wieder mehr am Drehen. Muss dann ehrlich gestehen, dass ich dann aufgehört habe. Jetzt fange ich mit TikTok an und werde jetzt einige Videos hochladen. Du, ganz ehrlich, wenn man erfolgreich werden möchte, wenn man in TV-Formaten mitwirken will, das, was heute zählt, ist Social Media. Definitiv, ganz genau, Genau. richtig. Ja. Da sprichst du ja, was wirklich ja, aus, was wirklich so ist, genau. Es Weil ist so. ja, da Die muss man schon meisten, dranbleiben. Ja.
Ja, die meisten Personen, die man jetzt in Reality-Formaten sieht, Talkgäste, ich sage jetzt mal Promi Big Brother, Love Island und so, die kommen alle aus dem Social-Media-Bereich. Ganz genau. Ja. Richtig. Es ist auch, was ich immer wieder feststellen muss, wenn man sich irgendwo akkreditiert, sondern bei Veranstaltungen, zählt nicht mehr alleine nur der Presseausweis, sondern da kommt auch oftmals die Frage, welche Reichweite, wie viele User, wie Genau. viele Aufrufe. Ja. Ja, Das also gehört leider auch dazu. Ja. was man ja auch dazu sagen muss, wenn wir schon mal bei dem Thema Social Media sind, ich kenne einige Influencer, die davon sehr, sehr gut leben können, aber es ist ja wirklich enorm, welche Reichweite die hier haben. Guck mal, ich kenne Influencer, die haben 3 Millionen Follower auf Instagram oder TikTok. Das ist ja, heutzutage ist das ja nicht mehr nur, um sich zu vermarkten, sondern dann hat der eine Influencer verkauft dann Taschen nebenbei oder bringt ein Eis raus, Eistee. Also es ist ja alles eine Marke geworden und So ist es, ohne so ist es. Instagram, ja, ich wüsste auch gar nicht mehr, wie das alles noch funktionieren sollte. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ein Thomas Gottschalk sagt ja auch, was sind für mich Influencer? Die können ja nichts. Klar, einerseits machen die ja nicht wirklich was, außer über im täglichen Leben über sich zu berichten. Aber ich muss auch sagen, natürlich können die was, weil das ist ein anstrengender Job, jeden Tag die Fans mitzunehmen, über alles zu berichten. Das ist Arbeit, das kann nicht Ganz jeder. genau, ganz genau. Ich meine, man muss natürlich auch klar sagen, die Zeit, wo Gottschalk groß geworden ist, war auch noch eine andere. Da gab es ja noch nicht so viel Fernsehsender. Ja. Zweites, erstes, zweites, drittes Programm. Die ja, Privaten sind erst so langsam entstanden. Und heute, was haben wir heute? Die komplette Medialandschaft hat sich halt verändert, ne? Ja, es geht heutzutage alles nur noch über Social Media. Selbst die ganzen Filmschauspieler, alle verwenden jetzt Instagram, um einfach über sich zu berichten. Das wollen die Fans sehen. Und einige Fans sind sogar enttäuscht, wenn jemand nicht Instagram hat oder wenn man mal 2 Wochen nicht live gewesen ist. Da kenne ich so Richtig. viele von. Das ist einfach nur krass, welche Reichweite man mittlerweile damit erreichen kann. Ja, das stimmt, genau. Gut, dann haben wir doch jetzt schon ein bisschen was über dich erfahren. Wie geht's musikalisch grundsätzlich weiter? Was steht da an? Ja, musikalisch, wir sind fleißig am Arbeiten. Ich habe jetzt eine Single rausgebracht oder ich bringe jetzt eine Single raus, Rot und Wies. Das ist ein echt kölsche Fastelovend-Song, ein Karnevalssong, den man das ganze Jahr über singen kann. Wir haben eine tolle Choreografie auch einstudiert für diesen Song. Im Original kommt der Song von De Buhre. De Buhre ist eine bekannte Karnevalsband in Köln, aber dieser Song hat es nicht zum Hit gebracht. Und wir haben gesagt, ja, der ist an manchen Stellen ein bisschen lahm. Wir machen daraus eine Partyversion. Und das haben wir jetzt vor kurzem vorgestellt und wird auch sehr, sehr gut angenommen. Ich habe das am 11.11. in Köln präsentieren dürfen. Dann habe ich auch einen weiteren Song, Wir sind Kölle. Wir sind Kölle ist ein absoluter Partysong. Wir arbeiten natürlich jetzt auch fleißig an meinem Ballermann-Programm. Erst ist ja der Karneval, direkt nach Karneval beginnt ja das Opening auf Mallorca. Das heißt, faul sein gilt einfach nicht, sondern man muss hart arbeiten. Aber auch dennoch haben wir jetzt sehr, sehr viele Auftritte im Karneval und ich freue mich da einfach auf den Bühnen Deutschlands unterwegs zu sein. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt schon langsam doch schon wieder am Ende unserer kleinen Talkrunde, weil die Zeit, die rennt schon wieder wahnsinnig Das davon. stimmt. Wir machen lieber mal eine Fortsetzung und würde ich dich auch gerne mal zu unserem Sonntagstalk einladen, den wir jetzt mittlerweile so alle 14 Tage hier Ja. mal ins Leben gerufen haben mit verschiedenen Leuten, die da zusammenkommen, beziehungsweise eine Stammcrew haben wir, aber dann immer mal wieder sozusagen Gäste noch dabei. Ne? Das können wir sehr gerne machen, Frank, und dann werde ich in der Sendung dann auch auftreten. Dann bereite ich was vor und dann, das verspreche ich, das können wir machen. Aber ich möchte dich an dieser Stelle auch, wenn du Lust hast und Bock drauf hast, kannst du mich einen Tag lang, einen Abend im Karneval begleiten, wenn ich auftreten werde, dass du das einfach mal erlebst und würde mich sehr freuen, wenn du dann mit Deutschlands jüngsten Karnevalsprinzen auf den Bühnen im Rheinland unterwegs bist.
Da machen wir doch was, genau. Da machen wir uns die Zeit noch aus, wann das stattfindet oder wann es dir da passt. Ja. Und dann düse ich mal zu dir. Ganz genau. Sehr gerne, würde mich freuen. Prima. Dann würde ich sagen, den Zuschauern herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr wissen möchtet noch über Felix, wo kann man denn noch was finden? Über welche Plattformen bist du erreichbar? Also ich habe Instagram und TikTok @FelixLessmeister. Da könnt ihr mich gerne abonnieren und da werdet ihr dann auch alles Mögliche erfahren. Ich habe jetzt vor kurzem auch eine große Primetime-Show aufgenommen, die dann auch nächstes Jahr ab März laufen wird. Ja, also, dann haut rein in die Tasten, schaut nach ihm und wenn es euch gefallen hat, Daumen gerne nach oben und wenn nicht, dann einfach trotzdem weitersagen. Und ja, in diesem Sinne, euch alles Gute, bis zur nächsten Ausgabe, euer Frank Stiller und hier ist er, nee, hier, nee, so rum, so rum. Ja, Jetzt. vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Ganz genau. Gut. Das war's.